wunderbare Moment und dieser wunderbare Geruch. So, hallo, Thomas Ralf von Natur, Leben, Prävention, Erstreben. Ich bin heute wieder mit einer Folge dabei, Bushcraft für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und ich habe jetzt hier im Wald zufälligerweise so eine Fichtenwurzel entdeckt. Und in dieser Fichtenwurzel war richtig gut, ist richtig viel Kienspan drin. Das haben viele Leute von euch bestimmt schon gehört. Das riecht auch extrem, dieses Kienspan. Das ist extrem rot und duftig. Und sowas habt ihr immer wieder draußen im Wald. Dass ihr rumlauft und ihr findet einfach das in der Natur, was die Natur hergibt. Gerade wie so eine ausgegrabene Wurzel. Und diese ganze Wurzel ist voll mit diesem Kienspan. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Ich habe hier jetzt schon ganz, ganz fleißig geerntet. Ihr seht hier diese Abschnitte in unterschiedlich starker Form. Da könnt ihr drauf achten. Also dieses Holz, was so ganz spröde ist, enthält natürlich kein Kienspan. Aber jetzt Holz, was noch ein bisschen stabiler ist, da ist ziemlich wahrscheinlich, ist da so eine Kienspanader drin. Ich gucke jetzt mal hier rein. Okay. Und da könnt ihr sehen, voll. Also diese Wurzel ist einfach voll mit Kienspan. Die hat nochmal richtig gezogen. Das könnt ihr auch sehen, hier sind überall sind Nadelbäume. Und hier ist dieser Kienspan ausgegraben worden. So, innerhalb von kürzester Zeit, das ist jetzt maximal 10 Minuten Arbeit gewesen, habe ich eine ganze Handvoll Kienspan, wo es sich super eignet, um Feuer zu machen. Ich finde, jetzt ist gerade ein gutes Wetter, um euch zu zeigen, wie effektiv dieser Kienspan ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob ihr es hören könnt. Es ist total nass. Also hier, dieses Gras ist wirklich nass. Ihr seht, das Brettchen ist nass. Hier habe ich diesen Kienspan, den ich in diesem Video sammle. Und ich euch zeige, wie man den sammelt. Und jetzt zeige ich euch, wie man den nutzt. Und zwar gehe ich jetzt so vor, dass ich diese Wurzel aufspalte. Okay. Könnt ihr schon sehen, das ist richtig schön und duftet. Das ist einer der schönsten Gerüche beim Bushcraft, muss ich einfach sagen. So. Der Teil ist nicht ganz so gut, aber hier könnt ihr sehen, ist gut rot. Jetzt gehe ich nochmal hin, spalte mal hier. Ich noch mal hier entlang. Und das ist auch wirklich, warum ich mich für dieses Messer entschieden habe. Für dieses Mora Robust. Das ist echt ein tolles Gerät. Gut, wenn ihr jetzt damit Feuer machen wollt, geht ihr einfach so vor, dass ihr mit eurem Messer so kleine, einen kleinen Featherstick schneidet. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Dann ist das wirklich kein Hexenwerk. Ihr geht hin. Also ich habe jetzt hinten das Messer ja ein bisschen angeschliffen, dass es gut Funken zieht. Und dann setzt ihr hier an. Und seht ihr, so schnell kann es gehen. Und so gut brennt einfach dieser Kienspan. Und das ist nass, also mach's nochmal aus, tu es hier richtig durch diese nasse Wiese ziehen. Ja, jetzt habe ich leider ein paar Fasern verloren und zeige euch einfach nochmal, wie schnell das gehen kann.
Okay. Also ihr seht, trotz richtig nassen Wetter, trotz richtig nasser Konditionen, es windet jetzt, ich denke, ihr hört es, wirklich eine gute Sache. Okay. Also gar nicht schwer, damit einfach Feuer zu machen. Gut, ich zeige euch noch was anderes. Das machen auch Leute gern. Also kein so fetter Stick in Anführungszeichen, sondern man kann es auch einfach runder schaben. Hat dann hier so ein kleines Häufchen und das kann man dann auch relativ leicht mit dem Feuerstahl entzünden. Ich habe jetzt hier noch diese anderen Teile. Okay. Ihr seht, das brennt sofort in diesem Häufchen. Wenn man da jetzt noch nachlegt, hat man im Prinzip alles, was man für ein kleines Feuer braucht. Kein Hexenwerk. Brennt super, super gut. Diese Wurzeln findet ihr immer wieder mal. Ihr könnt auch so eine Wurzel ausgraben. Meistens sind die ein bisschen morsch, ihr müsst dran ziehen. Aber das Wichtigste ist, oft braucht man gar nicht viel Arbeit. Und das ist das Schöne beim Bushcraften. Wenn man, wie gesagt, mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man auch relativ schnell solche Wurzeln. Das war mein kleines Video zur Kienspanernte oder zur einfachen Kienspanernte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch ein Abo. Mein Name ist Thomas Rall von Natur erleben, Prävention erstreben. Geht viel raus. Bis dann.